Mein erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, ein Mann, den ich grandios finde. Für mich ein Gesamtkunstwerk, jemand, den es bisher in dieser Form im Fernsehen noch nicht gab. Er kommt aus Wien, hat dort eine kultisch verehrte Talkshow, die heißt Fettbergs nette Late Show. Herzlich willkommen, Hermes Fettberg. Sehr geehrter Herr Schmidt. Herr Fettberg. Darf ich Ihnen einen Rohrstauberl schenken? Gerne. Muss ich da mir was denken dabei, oder? Ich habe mir gedacht, Sie haben das vielleicht noch nicht in Ihrem Haushalt. Ein Rohrstock? Kann man immer brauchen. Da assoziiere ich Prügelstrafe in vergangenen Zeiten. Ja, aber man kann auch heute noch ganz schön damit... Strafen. Es sich gut gehen lassen. Ja. Ist für Sie der Rohrstock, was der Schnitzel für Schröder ist? Schnitzel sind auch in Ordnung. Ja. Ich bin auch ein Schnitzel. Sie haben es ja nicht so mit den engen Hosen. Mm. Sie haben ja immer eher so weite Hosen. Ja. Hätten Sie es lieber, wenn ich enge Hosen trage? Wozu haben wir die Jeans erfunden, wenn Sie wieder Anzüge tragen? Gut, aber sie passen nicht jedem so perfekt. Ja, ich muss. Das gibt es nicht, dass da irgendwie, sag mal, Levis eine einstweilige Verfügung schickt oder so. Ich muss hier dazu sagen, das ist eine Lee, weil Levis hat nämlich die größte Größe aufgelassen. Aha. Und jetzt habe ich 4 Lees gekauft und mir daraus 3 neu machen lassen. Also hier ist die 4. drin. Also. Aber dafür ist da wieder was außergenommen. Ja. Und jetzt sitzt sie. Wie bei jedem anderen Pubertierenden auch. Knalleng. Knalleng, und das ist ein gutes Gefühl. Also ich kann Ihnen nur sagen. Das ist, mein... Ruhe! Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie hätten so ein enges Höschen an. Ja. Was glauben Sie, was für ein Gegenüber dann hier so ein Stauberl ist? Ja, aber wenn man Sie so redet... Welche Süße! Ja, man könnte aber fast wirklich glauben, Sie hätten irgendwie leicht, nicht ganz normale sexuelle Vorlieben. Das kann man laut sagen. Ja! Und es ist ja doch fein. Absolut, also Sie stehen ja dazu. Also kann man das in etwa für unsere Zuschauer erklären, wo es so sagt, was ist so etwas, wo Hermes Fettberg sagt, da, das erregt mich und das setzt meine Fantasie in Gang? Buben, Hosen und Rohrstaubeln, das ist schon mal ein guter Ansatz. Das sollte sein. Und, also ich komme ja eigentlich von der Sexualität. Also, ja. Dass ich Showmaster A bin, das ist ja ganz neu. Das habe ich nicht gewusst. Finde ich persönlich aber wirklich eine großartige Sache, dass das Fernsehen so jemand die Möglichkeit gibt. Und es zeigt ja auch der Erfolg, dass da wirklich der Bedarf dafür da ist. Im Wiener Kurier ist einmal gestanden, Sie teilen das Fernsehen in die Vor-Fettberg-Ära und in die Nach-Fettberg-Ära. Ja, ich glaube das. Ja. Ja. Und ich glaube, ich habe einen Umschwung eingeläutet. Mit Sicherheit. Aber jetzt sagen wir mal so, zu sagen, ich brauche einen Buben in einer engen Hose mit einem Rohrstaberl, das kann ja in Wien nicht mal ein Kardinal laut sagen. Also, das ist ja nicht ganz ungefährlich, oder? Ja. Ja. Also, wir bemühen uns heute, die Sache voranzubringen. Ne? Das heißt, das Bekenntnis zur Liebe im Sinn des alten Griechenland. Ja, haben die auch schon mit den Rohrstaberl? Zum Teil. Ist das nicht mehr in England? England sind es, glaube ich, Ledergürtel. Und aber, Orange im Mund, also im Parlament. Aber Ledergürtel ist auch nicht schlecht. Ja. Also sind Sie eigentlich noch mit anderen Themen beschäftigt tagsüber oder ist es... Also zuerst einmal war das. Ja. Ja? Dann habe ich darüber zu schreiben begonnen. Das sind also, Tüten aus, ich sehe Lufthansa-Tüten. Das ist das sogenannte Speibsackerl, also ihr nennt das Kotztüte. Ja, Speibsackerl. Und das habe ich heute bei der Lufthansa gefragt, weil ich mir gedacht habe,
das schaut so blöd aus, wenn mit den Büchern so einer kommt. Also dann habe ich darüber geschrieben. In diesen Büchern? Zuerst habe ich es einmal probiert, dann habe ich darüber geschrieben, wie es nicht mehr gegangen ist, also von der Idee der Korpulenz her. Schlagen Sie oder werden Sie geschlagen? Nein, ich werde geschlagen. Ja. Aber ich schlage auch, also ich bin ganz gut im Schlagen. Jetzt ist es überhaupt aus. Und ich habe für jeden Sonntag des Kirchenjahres, weil wir hier in Köln sind, ja, eine Predigt geschrieben. Aha. Ja? Und für jeden Sonntag können Sie nachschlagen und haben hier, ist für Geistliche gedacht. Wo Sie sozusagen das Wort des Herrn einpeitschen, ja, in die Gemeinde. Ja. Und das möchte ich Ihnen also mal, wenn Sie einmal predigen müssen, dass Sie... Vielen Dank. Ja. Schön aufgemacht. Und, ja. Ja. Falter Verlag Wien, Fettbergs Predigtdienst. Und dann, also ist ja am Samstag immer auf Dreisat. Ja. Ne? Und wenn Sie dann nicht mehr Talkshow machen, kommen Sie mal zu mir nach Wien. Gerne. Darf ich auch weitere Hosen anziehen oder... Was ist das zweite Buch? Engere. Und das ist jetzt wirklich sensationell. Also auf Dreisat, das ist der Sender, den ihr ja alle gar nicht einschaltet. Doch, natürlich. Doch, ja, kennt klar. Ihr das? Ja, ich gucke mir da gerne alte Vigatoriani-Shows an. Ja, so, und nachmittags. Da gibt es auch Fat Jerk. Nein, da gibt es enge Hosen. Und, ja. Am kommenden Samstag, also jetzt, ja? Wer morgen in die Buchhandlung geht und sich das holt, der kann das Gespräch komplett mitlesen. Aha. Also hier ist das am Samstag ausgestaltet, weil das ist nämlich vom ORF schon vorher ausgestaltet, ja, gewesen. Das kann man hier mitlesen, komplett das Gespräch. Und ich finde, die genauere Analyse von Gesprächen ist eine ganz entscheidend wichtige Sache, dass man genau hinschaut, was wird denn eigentlich geredet. Ja. Ja. Und das kann man hier ganz neu studieren. Gut, zurück zu den engen Hosen. Sie haben sich mal, das finde ich auch großartig, nackt in Ketten aufhängen lassen als ein Kunstakt. In einem Museum, wo war das? Ja, in einem Wiener Volksbildungshaus. Wie lange hingen Sie da? Also gut abgehangen, circa 3 Wochen. 3 Wochen? Ja. Und es wurde gefeiert, 5 Jahre ohne Sex. Ist das, ja, das war aber dann ein bisschen später, aber das war auch. In einer Galerie, ja, Kunsthalle Exnergasse. Also, Hermes Fettberg, nackt, in Ketten, aufgehängt, 3 Wochen. Also, man muss hier, also ich bin ja auch dafür, dass sich die Masochisten auch ein bisschen bequem haben. Ja. Also aufgehängt, das hat man sich ein bisschen kommod vorzustellen. Also, ich bin halt da so ein bisschen gehängt. Also, ja. Ich meine, ich bin halt in der Luft gehängt, so. Das wäre auch sehr anstrengend und strapaziös. Aber wenn man so ein bisschen nach oben hängt, kann man sich auch anhalten. Und wie haben die Leute reagiert, die da vorbeigingen? Es war natürlich nicht unbedingt jetzt. Also es waren schon einige, aber es war kein so ein Riesengeschäft. Ja. Also es waren vielleicht 10, 15 Interaktionen in diesen 14 Tagen. Stimmt es, dass Sie sich nur einmal in der Woche waschen? Habe ich gelesen. Also das mit dem Waschen ist ja, also schauen Sie, es ist so. Sie waschen sich ja wahrscheinlich fortwährend. Daher wissen Sie, ich habe Waschzwang. Genau. Ja. Da wissen Sie gar nicht, wie gut Sie röchen, wüschen Sie sich seltener. Zum Beispiel einen Pyjama, wenn Sie jetzt nach Polen fahren, ja, dass Sie sich da 14 Tage lang den Pyjama anlassen, mhm, immer, mhm, und dann ein bisschen an sich schnuppern. Wissen Sie, wie gut das riecht? Das, wirklich? Ja. Das heißt, also man wird scharf auf sich selber? Und wie? Also, ich muss hier wirklich sagen, Sie sind dermaßen gut in Form. Also ich bin hellauf begeistert von Ihnen. Wie das hier so läuft? Wirklich wahr, es ist leibend. Also da draußen kann man essen. Ja. Es ist ein sehr städtisches, helles Publikum hier. Feine Sache, feine Sache. Ja. Sind Sie ein Genussmensch? Ja. Das sieht man, ja? 150 Kilo ungefähr? Ja, 157. Was essen Sie? Schnitz. Ja. Rostbraten esse ich gern. Gerne. Mit Petersilie-Erdäpfeln. Kennen Sie das? Petersilie-Erdäpfeln? Also, Kartoffeln. Petersilie-Kartoffeln. Ja. Und nämlich, das ist heutzutage schon sehr selten, frisch geschönte Erdäpfeln zu kriegen. Das Allerneueste ist ja, dass sie die Erdäpfeln am Feld ernten, ja, und dann in einem Vakuumsack sofort schälen, am Acker noch, ja, und in einem Vakuumsack, Vakuumback, Plastiksack verpacken. Und das kriegt man dann, das ist vollkommen denaturiert. Und wenn man ein Lokal findet, man müsste jetzt schon draufschreiben, heute frisch geschälte Erdäpfel, das ist schon selten. Kochen Sie selber auch? Meine Wohnung.
Ein Penthouse? Meine Wohnung. Also in meiner Wohnung kann man nicht mehr kochen. Warum? Sie ist eine Ruine, ein Wrack, eine Halde. Ja, ist das so oder kommt ein Designer und sagt, pass auf, ich mach das auf kaputt? Nein, das ist alles echt. Wirklich? Alles echt, so wie die Jeans, also das ist alles echt. Die Jeans faszinieren mich, das muss ich sagen. Ja, schon, probieren Sie es einmal mit Jeans. Oder lasst sie Sat 1 nur so? Nein, ich höre auch Jeans. Aber bei mir ist so, dass diese Jeans, so dieser erste, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, erste Ring, ja, der liegt dann so leicht auf. Ja. Und das sieht irgendwie so, die nächste Stufe ist dann so ein Karabinerhaken als Schlüsselbund dran. Und deswegen. Aber man muss zu seiner Peinlichkeit akkurat stehen. Das ist richtig, absolut, ja. Peinlichkeit, das, ich verstehe das als Süddeutsch, aber Peinlichkeit heißt die Peinlichkeit. Ja. Peinlichkeit, die Peitschenhieb. In diesem... Hätte ich früher wissen müssen, wenn ich daran sehe. Haben Sie schon ein bisschen von der Kölner Szene sowas kennengelernt? Es gibt ja hier doch eine sehr tolerante Szene. Ich bin doch, ja, also heute Nacht, wie heißt das? James oder wie heißt das? Die Kette. Wie heißt euer Lokal da? Hier, die Kette? Ja, die Kette. Apollo? Was heißt die Kette? Nein, das Lokal James, für die Kette die, vielleicht, na, oder? Das Lokal für die strengen Buben, die Kette. James, kennen Sie das nicht? Weiß ich nicht. Müsste ich jetzt mal... Gehen Sie da nicht hin. Also ich werde schauen, da hinzuschauen. James für die strengen Buben. Ja. James oder so ähnlich. Und Kuli? Auf Englisch die Kette. Ach, James! Ja, sag James, ich mir. Ja, verstanden, James. Ja, sag ich ja. James, die Kette bitte. So habe ich es verstanden. Ja. Also, tatsächlich? Ja. Was erwartet einen da? Ich meine, vielleicht sind da irgendwelche Buben. Man geht da, wie in dieses Lokal geht man hin und sagt... Einmal Buben, bitte. Einmal Buben. Ja. Das ist ja in Ihrem Fall, wenn Sie Karten spielen, lauter Buben, oder? Haben Sie alles weg? Ich spiele doch nicht Karten. Nee. Wenn man mit Körper spielen kann. Und beneidenswert eigentlich. Ja. Ja? Oder mit lebenden Körpern Karten spielen. Boah. Ja? Ja. Fleischskat. Ja. Und einmal abheben. Unglaublich. Ja. Gestern habe ich das erste Mal Kenntnis erlangt von der Foltermethode, seinen Sklaven zu befehlen, lange Zeit nicht zu urinieren, also den Harn im Leib zu behalten. Ja. Versuchen Sie das einmal, das ist schön. Also, ja, worauf wartet der Herr, der dem Sklaven das befiehlt? Dass er es dann trinken darf vielleicht. Oder, ich meine, wahrscheinlich ist er sozusagen dieser Lust, diese Qual, das zu sehen, wie er ja, von einem auf den anderen tritt. Ja. Ich kenne es von Busfahrten nach Lorette Mar. Also, Und ist das nicht schön? Großartig. Na? Herr Fettberg, ich würde sagen, Chains heißt das Lokal, ja? Ja. Chains. Ja. Wollen wir da heute hingehen? Man sollte die Ketten sprengen. Kann man auch im Anzug hin oder sind gewisse Kleidervorschriften? Also ich finde das auch schön im Anzug. Also ich meine, Sie könnten durchaus. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank einstweilen. Und Sie kommen da mal mit. Ich werde mir das überlegen und eins noch. Dankeschön, alles Gute. Hermes Fettberg, Dankeschön für den Bücher. Ciao. Haben wir eine Kamera draußen, um zu sehen, wie er an der Toilette rüttelt?